Perik, es hat nicht sein sollen. Knappe Niederlage im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Wie hast du das Spiel heute gesehen und erlebt? Also natürlich war es ein Riesenerlebnis für uns, so einem Wettbewerb teilzunehmen. Wir haben alles versucht. Die Niederlage schmerzt natürlich. Letztendlich können wir uns eigentlich auf die Schulter klopfen, weil wir alles abverlangt haben. Und am Ende gibt es nur einen Sieger. Und ja, so ist es dann eben im Fußball. Wie war das unter der Woche mit der Vorfreude? Wie sehr hat man der Partie entgegengefiebert? Ja, also schon Wochen bevor, muss man natürlich sagen, hat man Bremen vor der Brust gehabt. Wir waren natürlich sehr motiviert, haben taktisch auch viel gemacht und uns dementsprechend vorbereitet mit allem drum und dran. Also der Verein stand da sehr, sehr hinter uns und wir haben natürlich auch eine gute Trainingsleistung abgeliefert und jeder hat versucht, alles zu geben. Auch in der Trainingswoche schon. Wir haben gut trainiert und ich denke, man hat auch gesehen, dass wir besonders in der zweiten Halbzeit das auf den Platz gebracht haben. Du sprichst jetzt die Halbzeit an. Wie überrascht warst du, was ihr für einen Druck beim Tabellenführer der Bundesliga in Nordost ausüben konntet? Also im Spiel war ich so fokussiert und konzentriert, da habe ich gar nicht an den Gegner gedacht oder an den Namen des Gegners gedacht oder an welche Liga die spielen. Letztendlich war das für uns ein Gegner. Und wir gehen in jedes Spiel, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Und ja, letztendlich haben sie 2-0 geführt, aber wir haben Druck gemacht, besonders zweite Halbzeit. Und wurden auch belohnt mit dem Anschlusstreffer. Und da haben wir natürlich dann alles nochmal nach vorne geworfen. Und wer der Gegner da war, das hat uns da in dem Moment nicht interessiert. Letztendlich hat vielleicht die letzte Konsequenz, die letzte Entschlossenheit gefehlt. Aber ja, so ist das dann eben im Fußball. Was nimmt man aus einer solchen Partie mit für den Liga-Alltag in der Hessenliga? Ja, also natürlich haben wir gesehen, wozu wir imstande sind. Gegen so einen Gegner, muss man im Nachhinein sagen. Und jetzt gilt es natürlich für uns, diese Erfahrung mitzunehmen auf dem Platz in der Liga. Und mit dieser Spielfreude, mit diesem Engagement, mit diesem Willen, dann auch in der Liga, in der Hessenliga auf den Platz zu gehen. Und jeden Gegner da so ernst zu nehmen, zu versuchen, so ernst zu nehmen, wie wir Bremen ernst genommen haben. Und dann, denke ich, müssten wir jedes Spiel gewinnen in Zukunft. Dabei viel Glück. Dankeschön. Bitteschön.